Hallo und willkommen bei Dadas und Fafis Abendstunde. Heute mit folgenden, Teil 2, wir sind ja schon soweit. Heute mit folgenden Themen. Zigaretten. Bier. Lecker. Bier. Und wieder verstauen. Hey, hallo. Wow. Bier, Zigaretten und Frauen. Also wir haben das Ganze jetzt schon zweimal gedreht. Erst war es nur noch ganz wenig hell. Dann war es ganz dunkel und es war kalt. Und ja, jetzt haben wir endlich mal die passende Einstellung gefunden. Wir wollten uns eigentlich aneinander ketten, aber ich habe die hier kaputt gemacht und die gehen auch irgendwie kaputt. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich auf Festspiele stehe, gebe ich leider keinen Kommentar dazu ab, das müsst ihr selbst herausfinden. Ja, also jetzt fangen wir lieber an, sonst wird es ja stinklangweilig. Also, David hat einen coolen Fernsehbericht gesehen. Und das wird er euch jetzt mal symbolisch Gameboy. Wenn du die Zigaretten suchst, die flacken da hinten also irgendwo. Wird er euch jetzt über diese Marke, dessen Namen wir nicht sagen wollen. Wird nachher noch zensiert. Marlboro. 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 Ja, wird er euch jetzt einen Beitrag dazu beisteuern. Hier, bitteschön. Danke. So, dann auch einen wunderschönen guten Abend erstmal von mir. Und genau, er hatte schon gesagt, das erste Thema heute sind Zigaretten. Nee, also Marlboro. Ja, okay, fangen wir anders an. Ja. Gut. So, also. Hier, willkommen beim Nippelpiercing. Ja, mach's noch genauer. Ist schon okay jetzt. Nee, ihr kennt doch bestimmt Nagellackentferner. Muss jede Frau kennen. Naja, fast jede. Genau. Marlboro ist der Hauptabnehmer von Aceton. Und Aceton ist der Hauptstoff, Hauptstoff aus dem Nagellackentferner gemacht wird. Wer es nicht weiß, ist auch nicht schlimm. Richtig. So. Marlboro ist der Hauptabnehmer von Aceton. Das heißt, auf Deutsch, Marlboro stopft in ihre Zigaretten Nagellackentferner. So. Probiert das mal aus zu Hause. So. Folgende Reihenfolge. Ihr lackiert euch die Nägel, was ich hier auch mal gemacht habe. An der Hand sieht man es besser. Ich habe auch lackiert. Und habe danach mal eine Marlboro-Zigarette geraucht. Habe den Rauch in Taschentuch gepustet und habe versucht, mir damit die Nägel abzulackieren, weil ich das gehört habe, dass das gehen soll. Ja, und Fakt ist, es geht wirklich. Also auf Deutsch, wenn man Marlboro raucht, raucht man automatisch auch Nagellackentferner. Nagellackentferner. Richtig. Ja. Keks. Also wer Nagellackentferner rauchen will und sich nicht damit nur die Nägel lackieren will, kauft euch Marlboro. Nein. Doch. Ja, nein. Doch. Doch. Wir haben gesagt, wir wollen es zensieren. Oh, verdammt. Na naja, egal, jetzt haben wir es gesagt. Verdammt. Verdammt. Nochmal der Beweis seiner Nägel. Hier, da, ihr könnt es sehen. Der schwarze Rand, seine Schlebend. Ja. Hier ist mein Zimmer. Falls ihr nicht wisst, wo wir sind, wir chillen bei mir im Zimmer rum. Super ordentlich hier. Pokémon. Ja, das war so früher mein Jugendzimmer. Da oben lag noch so ein altes Ding. Und ich habe einen kaputten Spiegel, da habe ich mit der Faust drin geschlagen. Ja, ich habe bestimmt eine scheiß Kameraführung. Aber egal, wer die Geschichte nicht kennt, mein Dad hat mich rausgeworfen. Und jetzt wohne ich wieder bei meiner. Will auch jeder wissen. Das will jeder wissen. Oder Leute? unser zweites Thema war das alles da unter. Oh, warte, ich gebe euch einen Einblick unter meine Matratze. Kann man das sehen? Ja, hier, Bier. Wodka. Bier. Ja, um das Thema geht's jetzt. Ich gebe mal wieder ab und hole ein volles. So, hier haben wir dann wieder Puffy, der jetzt ein volles Bier hat. Richtig randvoll ist sogar. Zu. Ganz zu. Okay,
Da wir auch keine Werbung machen wollen für Feltins. Oh, juhu. Ja, also ich trinke das sehr gerne. Kann ich viel trinken. Und werde dann auch voll berauscht nach 4-6er. ja, ist ein gutes Bier, aber ich trinke lieber Augustine, Lischstopf. Und ja, dazu immer noch das hier. Das ist ganz toll. Und oh, alles außer Oettinger. Ich mag kein Oettinger. Und Oettinger. Und weil das alles, was so vom Ammersee kommt. Ja. Genauso wie Andex. Weil Andex ist genauso schlimm. Aber da kann man gut essen in Andex. Ja. Ja. Aber das Bier ist scheiße. Und was zum Bier gehört? Eine Zigarette ist Fußball. Und für die Bayern Weißwurst. Mit Senf. Weißwurst, Senf. Genau. Jo, und nun, David, erzähl doch mal, was dein Lieblingsbier ist. So, mein Lieblingsbier, das ist Augustiner, aber kein Edelstoff, sondern es geht nichts über ein gutes, helles, kühles Augustiner. Ja. Also wirklich das Beste. Ja. Ja, das ist so mein Lieblingsbier, danach kommt. Desperados. Das, ja. Ich verdecke mal den Schimmel. Genau, Desperados und ja, was ich auch nicht mag, hat er schon gesagt. Oettinger, Andexer, schmeckt alles nicht. Genau, so. Dann machen wir weiter mit dem dritten Thema. Drittes das Thema. Sind dann wohl die Frauen. Die uns. So, also ich bin ja der Meinung, Frauen sagen immer, Männer sind Arschlöcher. Gut, wir sind Arschlöcher, aber Frauen sind es genauso. Nein. Doch. Arschlöcherinnen. Gut, Frauen sind Arschlöcherinnen. Ja. Oh. Sie sagen immer zu uns Männern, wir würden sie betrügen, bla bla blub. Selber sind sie aber nicht besser. So, jetzt machen wir hier mal weiter mit dem Herrn Pfaff, der uns auch ein bisschen was über sein Liebesleben erzählt. Also, ich stehe gern auf Messerspiele. Nee, also, ja doch, manchmal schon. Mach mal die Dinger da jetzt weg. Boah. Also, und sprich ordentlich. ja, also ich irgendwie so vor 2 Wochen, also wo noch Schule war in Bayern, habe ich mich in jemanden verliebt. Ja, und ich bin ja Single und ich darf das. Jetzt. Ja, und ich will den Namen jetzt auch nicht sagen und das hatten wir vorhin schon, dass er mich dann trotzdem verraten hat und deswegen sagt das meine liebe Sockenpuppe. Ja, das ist Socki. ja, Socki weiß sehr viel über mein Privatleben. Ja. Er hat 2 Füße. Ja, habe ich gar nicht. Doch. Naja, ich und Socki, wir sind die besten Freunde. Nein, nicht jetzt. ja, nein. Ja, und Socki redet jetzt nicht zu viel. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Auf Deutsch, der Name, auf Deutsch, der Name fängt mit A an und hört mit Andrea auf. Andrea. Richtig. Ja, nee, sie kommt auch aus Augsburg und. Also ihren Spitznamen werden wir nicht verraten, weil sonst weiß ja jeder, wer das ist. Na. Der Spitzname fängt mit C an. Und hört mit Uki auf. Genau. Also auf Deutsch Cookie. So, dass ihr das alle mal wisst. Ja, und Socki geht mich gleich an. Hilfe, oh mein Gott. Okay, weg. Socki ist weg. Socki fußt. Ja, in die habe ich mich halt irgendwie so verknallt. Und ich sage das jetzt auch ganz ehrlich, weil so bin ich manchmal. Und ich habe es in den Beziehungen bis jetzt immer ernst gemeint, manchmal. Hey, der Witz ist cool. Das war eigentlich kein Witz. Ja. Aber bei ihr ist es was Ernstes, denke ich. Okay. Ja, nee, sprich ruhig weiter. Ja. Und die werden wir nachher anrufen. Und ja, ich finde die irgendwie voll süß und so. Ihr könnt sie auch wie alt angucken, aber ich sag euch nicht, wie sie heißt. Auf wie alt. Und ja, aber ihr könnt mich auch wie alt angucken. Ich heiße Penis unterstrich Kopf. Sinnloser Name, ich weiß, danke. Ja, da sind noch so alte Fotos von mir drin mit so ganz langen Haaren, die so nach oben stehen. Das war vom IT in München, das am 15. August war. Letztes Jahr. Letztes Jahr.
Wir hatten ja den 15. schon. Der 15. ja. Ist doch heute. Nee, gestern. Gestern? Ja. Also seit gestern einem Jahr war ich mal in EU. Richtig. Oh mein Gott. Wie sich die Zeit verändert. Ja, ich... Was in 5 Tagen passiert ist? Nein, das sagst du nicht. Nein, also in 5 Tagen... Also ich detailliere es nicht. Ich mach's bloß so... Ja, grob, okay. Bitte. Dado und ich waren in dieselbe Tussi verknallt, er hat mit ihm rumgemacht. mit ihr rumgemacht, war ein sehr hübsches Mädchen. Und ich war voll betrunken, habe mich im Maisfeld versteckt dann, ja. Nee, egal. Das waren halt so frühere Dinge. Aber eigentlich kann uns nun David was über sein liebes Leben erzählen. Er hat keine Freundin mehr. Verdammte Hacke. Nee, genau. Deshalb zu dem Thema, ja, Mädchen können genauso Arschlöcher sein wie Jungs. Nee, meine Freundin hat mir an den Kopf, meine Ex-Freundin hat mir an den Kopf geknallt. Sie liebt mich nicht und sie hat mich an dem Tag, wo sie Schluss gemacht hat, mal noch mit so einem anderen Typ betrogen. Und du, jetzt verdammt nochmal auf mein Nippelpiercing zu filmen, so tauche ich dir was von Latz. Super. Genau, nee. Ja, da gibt's jetzt auch so ein... Tut mir leid. Da gibt's jetzt auch so ein Mensch, also es ist ein Mensch... Der wohnt in München, naja, hinter München, irgendwie sowas. Und ja. Wie heißt sie denn? Ja, darüber wollen wir jetzt nichts sagen. Doch. Kein Kommentar. Doch. Nein. Doch. So, ja. Ja, nee, genau, da gibt's einen Mensch hinter München. Cori? Irgendwo. Danke, Arschloch. Ey, du hast meins auch. Ja, nee, und die finde ich halt recht, recht. Ja, recht, sehr schnuckelig. Attraktiv. Schön. Richtig. Große. Nee, ich hab schon mal mit meinen süßen Wörtern, mit meinem süßen Schnuckelig und mit meinem Bobberle und ja, irgendwie sowas halt. Joghurt. Der Joghurtsager. Ja, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die dumme Kuh. Krasses Pferd. Titten. Genau, Titten. Das ist auch so ein Merkmal. Bei ihm zum Beispiel, er steht total auf Titten. Und vor allem auf, ja... Titten von Andrea. Ja, nee. Ja, sowas in die Richtung halt. Irgendwie so quer über den Haufen. Titten. Genau. Titten. Oh, jetzt sind wir bei einer langen Zeit, die wir aufnehmen. Oh, schon so lang. Na, ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier mal einen Stopp. Verabschieden uns von allen, die das irgendwann mal sehen. Und uns danach haben wollen. Ja, weil uns danach ja auch irgendjemand haben will. Noch jemand haben will. Genau. Genau, wir verabschieden uns, wünschen noch viel Spaß bei was auch immer ihr gerade tut oder demnächst tun werdet. Good luck and have fun. Richtig, die Weisheit des Tages. Konfuzius sagt... So, jetzt. Konfuzius sagte... Auf Wiedersehen! Wir sehen uns nächstes Mal bei Teil 3 von Ada und Puffys Abendshow. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir brauchten eine Titelmelodie. Und wenn euch das Video gefallen hat, macht Kommis drunter. Ach ja, genau, und schreibt noch drunter, welche Biermarke ihr am besten findet. Ja. Naja, also, bis Titten. Dann, bis zum dritten Teil. Irgendwann mal. Titten. Penis! Nein, das was sagen wir hier nicht. Titten. Ja, tschüss. Tschüss. Bye, bis zum nächsten Mal. Cheerio.